Servus Christi und hallo. Heute möchte ich über ein Wort reden, das aus einem amerikanischen Englischen kommt und vor allem aus Zustimmung steht. Es wird es wahrscheinlich jetzt eh schon wissen, über welches Wort das ich reden will. Ich meine das Wort okay. Normalerweise benutze ich die englischen Wörter gar nicht auf meinem YouTube-Kanal, weil ich es grundsätzlich nicht verwende. Bei dem Wort ist es anders, weil ich es selber schon so intensiv in meinen Sprachgebrauch drinnen habe, dass ich es selber gar nicht mehr vernünftig rauskriege. Allerdings, wenn ich Textnachrichten schreibe am Handy, versuche ich schon immer wieder deutsche Begriffe anstatt dessen zu verwenden. Das wären zum Beispiel in Ordnung oder alles in Ordnung, passt, geht schon, wenn es sein muss, wenn es nicht anders geht oder na gut. Vor allem, wenn du es dann auch als Textnachricht kriegst, was dann aber oft nicht, wie dein Gegenüber wirklich zu deiner Frage steht. Weil er entweder mit Widerwillen zusagt oder ist er positiv meint. Darum verwende ich bei den Textnachrichten vor allem andere Begriffe, die vor allem aus dem Deutschen kommen, damit mein Gegenüber auch genau meine Stimmung mitkriegt, die ich damit ausdrucken möchte. Dankeschön, pfiat euch. Und bitte abonniert mir auf YouTube und folgt mir auf Instagram. Danke, pfiat euch.